Pay to Pray. Habe ich bis heute nicht kapiert, um was es in dem Text geht. Ihr könnt es euch dann im Booklet durchlesen und und viel Spaß. Und vielleicht kapiert ihr den Sinn des Textes und dann könnt ihr mir mal eine E-Mail schreiben, weil ich habe ihn einfach nicht kapiert. Ja, Pay to Pray entwickelt sich so ein bisschen zu meinem Fave, zu meinem Favorit auf der Platte. Da geht es letztendlich vom Text her um die scheinheiligen Prediger, die letztendlich, wo es ja nur um Geld geht. Aber ich finde den Song so vom Riffing und von dem Ding, das geht gut nach vorne, das wird vielleicht so mein Fave. Mal gucken, wenn es alles fertig ist, ob ich dann immer noch der Meinung bin. Ja, das ist ein Song über Prediger in den USA, wo es eigentlich nur um Geschäft geht. Arena of True Lies. Ich glaube, so mit der melodischste Song auf der Platte. Es geht schlicht und einfach um die ganzen Fake News. Das ist schon, sage ich mal, ein Phänomen im Internet. Es wird einfach mal irgendwas behauptet. 80 Millionen Leute glauben das dann. Und auch wenn es dann irgendwie widerlegt wird, es bleibt immer irgendwie was hängen. Und dieser Song ist eine kritische Auseinandersetzung damit. Der Song Arena of True Lies ist für mich so ein bisschen der etwas andere Song auf der Platte. Er ist ein bisschen langsamer vom Riffing, ein bisschen anders gestaltet als die anderen. Ja, einfach mal ein bisschen auch ein Experiment. Lasst euch überraschen und ich hoffe, ihr findet es auch genauso gut wie ich. We are the Guardians of Non-Conformity. The Dreaded Bogeyman. When we show up. The brainwashed flee. Ist ein Song, der darüber handelt, was für Musik so im Radio handelt und dass es halt alles Mainstream ist und die meisten Leute eigentlich gerne andere Musik hören wollten. Ob es jetzt Heavy Metal ist oder nicht, das spielt keine Rolle, aber im Radio ist halt doch irgendwie ein bisschen viel einheitsbar. Don't Bullshit Us bezieht sich auf zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich einfach weigern, irgendwie Metal zu spielen. Und gibt zwar viele private Radios, wo man mittlerweile ganz gut Metal hören kann, aber so den öffentlich-rechtlichen ist da tote Hose, es wird einfach ignoriert, obwohl, wenn man sich die Top 100 der Charts, der offiziellen Verkaufscharts anguckt, da sind mindestens 20-30% Metal. Ist da dabei und auch nicht selten auf Platz 1, was uns mit dieser Platte hoffentlich auch mal gelingen könnte, sollte. Bitte kaufen! Ja, Don't Bullshit Us ist natürlich... Ich fahre viel Auto und leider habe ich in meinem Auto nicht mal einen MP3-Player. Das ist halt scheiße in dem Ding, aber ich kann es nicht ändern. Und ich muss immer Radio hören und wenn du das dir den ganzen Tag im Auto anhörst, wirst du absolut wahnsinnig. Und darum geht es bei dem Song. Man sollte letztendlich meinen, dass die Radiosender nur zwei Platten haben und die den ganzen Tag rauf und runter spielen. Dieser Song ist übrigens auch eine schnellere Nummer, die mir auch sehr gut gefällt, wieder muss ich sagen, auch einer meiner Faves auf der Platte. White foot in the grave, set in the doctor, with death face to face, the god of fear is calling. White foot in the grave, where is my pension? Grey hairs, no disgrace. Ja, One Foot in the Grave, der Song für uns. Ne? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, oder ich habe es ja schon gesagt, ich werde 50 dieses Jahr, Gerre auch. Also von daher nicht nur One Foot, sogar One Foot and One Hand already in the Grave. One Foot in the Grave geht so ein bisschen um uns. Wir werden ja 35 Jahre, wird die Band dieses Jahr alt und ich werde auch 40 dieses Jahr, also feiere auch einen runden Geburtstag. Ich habe ja mit 5 angefangen bei Tankard. Und man spürt schon irgendwie, es zieht in jedem Knochen. Aber wir sind immer noch dabei, wir haben immer noch Spaß, Mucke zu machen. Und ein etwas ironischer, sarkastischer Song über uns alten Säcke. Ja, schau uns mal an.
Ja, es ist ein Traum, dass ich keine Ahnung habe. Also, aber erstmal Prost. Das kann man ja ruhig drauf.